Hallo und herzlich willkommen zu einem Video Dead Frontier 2 Lore. In diesem Video werden wir uns den zweiten Teil der Lore-Items anschauen und anhören. Viel Spaß! Polizeiliches Verhörprotokoll. Vincent Winnie Emanuel, Teil 2 der Protokollaufzeichnung. Datum 7.3.2016, Dauer 7 Minuten, Ort Dalbo Police Department. Durchgeführt von den Offizieren des Dalbo Police Department. DPD. Können Sie uns nochmal den Ablauf der Ereignisse schildern, die zu Ihrer Verhaftung geführt haben? Angefangen mit dem Angriff auf Frau Palmer gestern Nachmittag. VE. Alles? DPD. Ja, alles. Genau so, wie Sie es mir bereits geschildert haben. VE. Wir haben eine alte Frau abgezogen gestern, bin ich gerade stolz darauf. Aber wir haben das Geld gebraucht, nachdem Benny unseren letzten Deal verkackt hat. War gar nicht geplant und sie hätte ihren Kram jetzt noch, wenn sie nicht direkt zu uns rangekommen wäre, als wir das Auto geknackt haben. Verrückte Alte dachte wohl, wir kriegen Schiss und hauen ab wegen ihr. Boah, ey. Ich dachte, sie rennt weg, nachdem Danny eine verpasst hat, aber sie war zäher, als sie aussah. Das Mischstück hat nicht locker gelassen. Ich musste sie umhauen, weil sie nicht aufhören wollte, Benny zu beißen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie umlege, wenn sie nicht abhaut. Aber die hat nur so geknurrt und um sich gekratzt. Wir haben Benny dann ins Krankenhaus gebracht, aber die wollten ihn in eine Spezialabteilung verfrachten, wo schon eine Menge anderer Vögel gewartet haben, die wohl auch gebissen wurden. Aber ich bin ja nicht blöd und meinte zu Benny, dass wir uns auf keinen Fall hinter 50 Typen wegen einem Verband anstellen. Und hab denen gesagt, dass es ein Hundebiss war. Dann haben sie ihnen einfach ein paar Tabletten gegeben und den Arm verbunden. DPD. Und das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen haben? VE. Nö. Benny kam heute Morgen nochmal rum, so irgendwann nach 10. Sah aus wie ausgekotzt und kotzte auch selber ständig. Hab ihm gesagt, er soll sich nach Hause verpissen. Ich schwöre, wenn ich von dem Arsch eine Grippe kriege, schicke ich ihn für den ganzen Monat ins Krankenhaus zurück. Lokalzeitung. Chronik von Pellhaven, 31. März 2016. Nukleare Anlage aufgegeben, als Feuer sich nähert. Das Kernkraftwerk Fairview wurde aufgegeben, da die Beamten zunehmend besorgt über die Waldbrände vor den Toren von Pellhaven sind. Während sich Feuerwehrleute aus den umliegenden Landkreisen bei ihren Versuchen, die Anlage zu sichern, zusammengeschlossen haben, wurde das gesamte Zivilpersonal vorsorglich evakuiert. Das endgültige Schicksal des Gebäudes ist derzeit noch unklar. Community-Mitglieder sind seit Jahren besorgt über das Kernkraftwerk Fairview. Die Anlage liegt direkt an der Ausfahrt 72, etwa auf halbem Weg zwischen Fairview und Pellhaven, und hat Proteste gegen die Entsorgung radioaktiven Materials sowie ihre gelockerten Sicherheitsmaßnahmen angezogen. Noch vor 2 Jahren warfen Umweltgruppen dem Werk vor, Material in den Dalbo River zu deponieren, der durch mehrere Pellhaven-Gemeinden fließt. Wenn das Feuer das Kraftwerk erreicht, könnten die Folgen katastrophal sein. Laut Dr. James Wolfie, Nuklearphysiker an der Fairview-Universität, die starke Hitze könnte das Schmelzen des Reaktors auslösen, eine Tschernobyl-ähnliche Katastrophe auslösen. Laut Wolfi könnte eine Kernschmelze in Fairview tatsächlich schlimmer sein als in Tschernobyl, da die Vermischung von Nuklearmaterial mit dem Lauffeuer unvorhergesehene Folgen haben könnte. Dennoch sind die Feuerwehrleute optimistisch, das Feuer aus dem Bereich umleiten zu können. In der Zwischenzeit wird den Bewohnern von Pellhaven empfohlen, einen Koffer zu packen und sich gegebenenfalls auf Reisen vorzubereiten. Sollten Reisen erforderlich sein, erlässt der Bürgermeister eine Notverordnung. Projektmemo. Bedenken hinsichtlich N4 Unregelmäßigkeiten. 18. April 2016. Hinweis an Dr. Richard Adler und andere. Uns ist bekannt geworden, dass Dr. Richard Adler in seiner Funktion als Leiter des N4-Virus-Projekts das Virus kürzlich für Studien an Menschen zugelassen hat. Wir, die unterzeichneten Mitglieder des N4-Virus-Projektteams, haben während der Nagetier-Testphase des Projekts Unregelmäßigkeiten festgestellt. Daher bitten wir Dr. Adler dringend, seine Zustimmung zu dieser Projektphase zu widerrufen, bis solche Probleme behoben werden können. Wir sind uns bewusst, dass wir selbst unter unseren Teamkollegen eine Minderheitsmeinung angehören, aber sie wissen noch nicht, was wir letzte Nacht entdeckt haben. Als wir das Labor betraten, stellten wir fest, dass eine der Laborratten versucht hatte, aus ihrem an mehreren Stellen nach außen gebogenen Käfig auszubrechen. Als wir uns näherten, begegnete uns das Subjekt mit offener Feindseligkeit und rammte sich mit rücksichtsloser Hingabe gegen die Seite des Käfigs. Es schien nicht zu ermüden und hörte auch nicht auf, nachdem er Verletzungen erlitt, die an mehreren Stellen Absplitterungen des Schädels beinhalteten.
Nachdem wir ein kurzes Video über die Aktivitäten der Versuchsperson aufgenommen haben, erlösten wir das Tier aus seinem Elend, indem wir es auf Malcolms Messer aufspießten. Es schaudert uns, wenn wir daran denken, was passieren könnte, wenn ein Mensch auf ähnliche Weise auf das Virus reagiert. Wir verstehen, dass das gesamte Projektteam in letzter Zeit unter enormem Druck steht und dieser Druck nicht von Ihnen kommt, sondern von den Führungskräften, die dieses Produkt so schnell wie möglich auf den Markt bringen wollen. Wenn dieses Projekt jedoch erfolgreich sein soll, müssen wir dem Testprozess Zeit geben, um Auffälligkeiten wie die, die wir gestern beobachtet haben, zu beheben. Wir erwarten Ihre Antwort zu gegebener Zeit. Jim Wong, Randall Peters und Malcolm Jones. Projektnotizen. Nebenwirkung. 30. April 2016. Beim Vorrücken einer neuen Behandlung in die Testphase am Menschen ist es ein Routineverfahren festzustellen, welche Nebenwirkungen bereits festgestellt wurden und welche für die Testperson in Zukunft eine Bedrohung darstellen könnten. Im Laufe der Tierversuchsphase traten 4 bemerkenswerte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Behandlung mit dem N4-Virus in seiner jetzigen Form auf. Diese Wirkungen sind Depression, Appetitlosigkeit, leichtes Fieber und juckende Haut. Die beiden letztgenannten wurden bei menschlichen Testpersonen für die N2- und N3-Viren gemeldet und sind keine Hauptanliegen. Die beiden ersteren sind jedoch Nebenwirkungen, die wir vor den Studien, die nächste Woche beginnen, nach Möglichkeit beseitigen möchten. Unsere derzeitige Arbeitstheorie ist, dass das Depressionssymptom durch das Virus verursacht wird, das Zellen umschreibt, sogar bis hin zu denen im menschlichen Gehirn. Und dies kann zu einem vorübergehenden chemischen Ungleichgewicht führen. Ebenso kann der Appetitmangel damit zusammenhängen, dass das Virus die Gehirnsignale verändert oder daran hindert, den Magen zu erreichen. Alle Forscher sollten bedenken, dass wir zwar das Virus verwenden wollen, um bestimmte Körperfunktionen umzuschreiben, zum Beispiel ich muss Sie nicht daran erinnern, dass eine solche Veränderung der Testperson durch das Virus verheerende Langzeitfolgen haben könnte, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Bitte bedenken Sie dies, während wir voranschreiten. Ich werde alle Daten während dieses Zeitraums überwachen, aber Forscher sollten mich bei Durchbrüchen und oder Bedenken direkt kontaktieren. Gemeinsam werden wir Erfolg haben. Dr. Richard Adler, Projektleiter. Missionsnachbesprechung. Wasn't he supposed to be here? The dreamer is preoccupied. With the prophecy in motion, he has much to attend to. I will pass the details of your report along to him. It is happening, then? It is. But the dreamer still requires knowledge of your actions. It will make the transition easier. Now, why don't you begin? Of course. I can't believe how simple it was. The idea that Adler ever had any control over us is laughable. The fool lost control the minute he hired us on as researchers. Could he not see us for who we truly were? That was the idea. Yes. I will admit I was worried after he sent out that memo back in January, but it came to nothing. Having someone falsify our results wasn't hard, and it enabled us to manipulate whatever we wanted. I see. How did it happen? Go on, in detail. In the end, it turned out all we needed was a rat. At that point, we hadn't cracked it yet. But then, that one rat went crazy, and it showed us the way. The best part was we didn't have to convince Adler of anything. That case really was a freak accident. Or perhaps it was fate, and the ancients were smiling upon us. They are with us. After that, all we had to do was nudge the virus in the right direction. All of us contributed. For all of us wanted to be part of such a momentous occasion. If the dreamer's calculations are correct, our efforts will have the desired effect, and we shall reveal the truth to the world at last. It is done, then. It is. You have done well. What is your next step? All we have to do now is wait. It won't be long now. The first patient receives the virus in 2 days. Notizen des Projektleiters. Über menschliche Prüfungen. 22. Mai 2016. Ich verstehe wirklich nicht, was passiert sein könnte. Alles verlief wie geplant. Das Virus hatte frühere Testphasen ohne große Probleme bestanden. Und die Probleme, die wir hatten, habe ich persönlich untersucht.
Es gab einen Fall, eine Ratte mit aggressiven Tendenzen, über die sich einige meiner Forscher besorgt geäußert hatten. Ich untersuchte die Daten, die sie gesammelt hatten, genau. Ich habe das Überwachungsmaterial des Labors angeschaut. Alles sagte, dass der Fall ein Zufall war. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt tausende von Ratten getestet und keine von ihnen hatte eine ähnliche Reaktion. Und doch, von den tausenden von Tests war es dieser eine Fall, der jeden bisher durchgeführten Versuch am Menschen vorhersagte. Ich bin schuld, als Leiter des Projekts habe ich uns erlaubt, weiterzumachen, auch wenn ein solches Risiko möglich war. Es stimmt, ich wurde von Mara unter Druck gesetzt. Aber so sehr sie auch vorgibt, kann sie mit unserer Forschung nicht Gott spielen. Ich hätte zurückdrängen können, ich und mein Team hätten sie aufhalten können. Was mein Team angeht, wusste ich, dass es Uneinigkeit in den Reihen gab. Ich zerdrückte es unter meinem Daumen und hielt die Probe selbst unter ein Mikroskop. Ich habe nicht gegessen, ich schlief nicht, bis ich sicher war, dass ich nichts verpassen würde. Diese Forschung war einfach zu wichtig. Und jetzt kommen wir dazu. Jedes einzelne menschliche Testsubjekt wurde wie Ratten in einen Käfig gesperrt. Alle außer Orges, der nach Hause zurückkehrte, um den persönlichen Käfig seiner Mutter zu bewohnen. Obwohl ich dies niemals als meine wissenschaftliche Meinung angeben werde, bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sich bei diesen Dingern um Menschen handelt. Was auch immer das Virus ihnen angetan hat, es ist etwas Unvorstellbares. Und doch geht die Arbeit weiter. Ist das Wahnsinn? Flugprotokoll. Protokolldatum 29.06.2016. Erstübertragung 7.45 Uhr, Letztübertragung 11.17 Uhr. Beginn des Protokolls 7.45 Uhr, HA 15, 115. Hawaiian Airlines Flug 115 bittet um Starterlaubnis. 7.45 Uhr, Control Tower. Hawaiian Airlines 115, rollen Sie zu Startbahn 3. Starterlaubnis gewährt, guten Flug. Flug 115, Roger Honolulu, danke. Flug 115, LAX, bitte kommen, hier ist Flug HA 115. Flugroute Honolulu nach Chicago. Wir haben eine Situation an Bord. Ein Passagier hatte einen Nervenzusammenbruch, wahrscheinlich gefolgt von einer Herzattacke. Wir versuchen Wiederbelebung, aber ich denke, wir haben ihn verloren. LAX Control Tower. Roger, HA 115. Informieren Sie uns, wenn Sie Notfallservice bei der Landung benötigen. HA 115. Ja, bitte, LAX, aber wir sind noch 3 Stunden entfernt. Können erstmal nur weitermachen. Was war das? LAX Control Tower. Gut, weitermachen, HA. Control Tower. HA 115, LAX hier. Wie ist Ihr Status? HA 115. Wir haben immer noch eine Situation, LAX. Es ist unklar, was gerade passiert, aber eine Menge Aufreger an Bord. HA 115. Bitte unterrichten Sie die Behörden. LAX. Es klingt, als würden wir entführt. Die Crew versucht, eine aggressive Person unter Kontrolle zu bringen. LAX. Control Tower. Roger, HA. Wir unterrichten die Behörden. Halten Sie uns auf dem Laufenden. HA 115. Um Gottes Willen, Flugkontrolle. Es klingt, als würden hinten alle umgebracht. LAX. Control Tower. Die Behörden wollen wissen, ob es Forderungen der Entführer gibt. HA 115. Wir haben das Cockpit abgeschlossen. LAX. Wir haben nichts von Forderungen oder Geiseln gehört, nur Schreie. HA 115. Wir brechen die Tür auf, LAX. Wir versuchen zu... Scheiße, Scheiße, was zur Hölle, was geht hier? Unidentifizierbare Schreie und Grunzen. LAX Control Tower. Was ist passiert, HA? LAX Control Tower. HA, bitte antworten. Protokollende. Zerknitterte Zeitung. Der amerikanische Herald, 1.7.2016. Gesellschaftlicher Zusammenbruch durch ein Virus, der Millionen von Menschen infiziert. Wenn nichts gegen den Virus unternommen wird und um die Zahl der infizierten Personen in den Vereinigten Staaten drastisch zu reduzieren, könne die Gesellschaft, wie wir sie kennen, innerhalb von wenigen Tagen zusammenbrechen, sagte Top-Wissenschaftler am Donnerstag. Wissenschaftler forderten auch alle Bürger auf, drinnen zu bleiben und ihre Türen und Fenster gegen Mutierte zu verbarrikadieren. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies kein gewöhnlicher Virus ist, sagte Chefarzt Dr. Adler. Von der Firma Sekronom. Jemand, der mit dem N4-Virus infiziert ist, wird praktisch alles tun, um es auf andere zu übertragen. Vor dem Netzausfall zeigten online veröffentlichte Videos infizierte Personen, die hilflose Opfer kratzten und bissen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das N4-Virus landesweit fast 50 Millionen Menschen infiziert. Die N4-Pandemie begann als Ausbruch nach der Freilassung von unter Quarantäne gestellten Personen aus einer medizinischen Einrichtung von Sekronom in Nordfrankreich. Fälle in den USA tauchten innerhalb einer Woche an den Drehkreuzen
von Fluggesellschaften auf und breiteten sich innerhalb von wenigen Tagen von den Großstädten auf die Vororte aus. Obwohl das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben die verbleibenden Mitglieder des Kongresses das Militär nur langsam mobilisiert und den Einsatz tödlicher Gewalt gegen infizierte Personen noch nicht genehmigt. Der amtierende Präsident hat angedeutet, dass er keine solche Gewalt gegen US-Bürger anwenden möchte. Als der Präsident mit dem Bericht der Wissenschaftler konfrontiert wurde, zog er sich einfach vom Podium zurück und sagte: Gott helfe uns allen. Wenn Sie den Herald immer noch erhalten, fordert Sie dieser Reporter dringend auf, sich zu bewaffnen und sofort Schutz zu suchen. Verriegeln Sie Ihre Türen, verriegeln Sie Ihre Fenster und vermeiden Sie laute Geräusche. Wenn Sie mit einer infizierten Person konfrontiert werden, müssen Sie handlungsunfähig machen oder sogar töten. Ihren Kopf anzugreifen ist Ihre beste Chance. Das ist kein Witz. Viel Glück euch allen. Forschungsbulletin. Forscher gesucht für Projekt Heilung. Wir rufen alle ehemaligen Mitglieder der Wissenschafts- und Forschungsabteilung von Synchronom auf, mit uns an einem Heilmittel für das N4-Virus zu arbeiten. Einige von uns, die zu unserer eigenen Sicherheit anonym bleiben werden, haben sich im Bunker unter dem Buchhaltungsgebäude in der Stadt umgruppiert. Wir haben Strom und ein funktionierendes Computerterminal und werden Sie nach Ihren Sicherheitscodes fragen, bevor wir Ihnen Zutritt gewähren. Ein Mitglied des ursprünglichen Forschungsteams glaubt, den Fehler im ursprünglichen Virus entdeckt zu haben, der dazu geführt hat, dass seine Empfänger ihre Menschlichkeit verloren und durchgedreht sind. Sie glaubt, dass sie, wenn sie dieses Material isolieren kann, möglicherweise ein wirksames Gegenmittel herstellen kann. Alleine schaffen wir das aber nicht und für unseren Erfolg brauchen wir möglichst viele Leute aus dem ursprünglichen Projekt, die uns bei unserer Forschung unterstützen. Außenstehenden kann man nicht trauen und werden nicht in das Projekt aufgenommen. Sie werden hier gebraucht. Im Gegenzug können wir für die Dauer der Forschung Nahrung und Unterkunft zur Verfügung stellen. Kommt alleine. Es werden keine Paare zugelassen, da wir jeweils nur eine Sicherheitskontrolle durchführen können. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich zum Bunker. Wir können immer noch die Welt retten, aber nur, wenn wir dich haben. Verteidigungsministerium, Memo. Anordnung für alle Notfalldienste. Betreff Isolierung von Einwohnern, welche nach dem Ausbruch der Virusepidemie in Europa unerklärliches, aggressives Verhalten und grippeartige Symptome aufweisen. Alle Einwohner, die die folgenden Symptome aufweisen, sind umgehend dem nächstgelegenen Kommandeur der Nationalgarde zu melden. 1. Untypische Aggressivität. 2. Körperliche Gewaltausübung. 3. Unfähigkeit, jeglicher Art von Anweisung zu folgen. 4. Grippeartige Symptome. 5. Kannibalistisches Verhalten. Der Abtransport zu Isolierungslagern wird von Einheiten der Nationalgarde oder Dekontaminierungsteams durchgeführt. Keinesfalls dürfen verdächtige Personen ohne Aufsicht der genannten Autoritäten transportiert werden. Keinesfalls darf physischer Kontakt zu Personen mit oben genannten Symptomen aufgenommen werden. Die Anwendung äußerster Gewalt ist autorisiert. Bewaffnete Einsatzeinheiten sind angewiesen, potenziell aggressive Einwohner vorbeugend auf ethisch vertretbare Weise dauerhaft zu neutralisieren. Befehlen der nächstgelegenen Einheit der Nationalgarde ist unverzüglich und widerspruchslos Folge zu leisten, bis weitere Anordnungen des Verteidigungsministeriums erfolgen. Derek Johnson, Vizeminister für Verteidigung. Verstümmelte Nachricht. Reporting from Bravo Station. Repeat. Reporting from Bravo Station. Gasoline gone. All fuel backups gone. Last supply run went negative. Went to Fort to retrieve heavy metals and additional supplies for repairs. The fourth resources depleted. It's all missing. Station had resources for months and all gone. Everything. Food, fuel, water, materials. Suspect enemy involvement. Switch into encrypted channel. Chopper 1, you're coming in too hot! Chopper! Ah! Verzerrte Nachricht. Incoming convoy, can you repeat? Where are your survivors? No one's here, Sergeant. When I got to the rendezvous point, they were all gone. What do you mean, gone? Were they KIA? Negative, sir. No infected were here either. None on the road at all. Go ahead and tell me your coordinates, Private. The survivors radioed me 20 minutes ago. They should be there. Coordinates checked and verified, sir. I haven't spotted a living thing in the vicinity. It's like everything all vanished. Copy that, Private. Return to base as soon as you can.
I read a similar report from another convoy 20 clicks north of your position. Keep your eyes peeled. Do you copy, Private? I said, do you copy, Private? Yeah. Autopsieaufzeichnung, 1.8.2016. Woodhull's dead. Passed away in his sleep. I knew it was coming even before it happened. I know it's kind of strange. I mean, I hardly knew the guy. But it hits hard. He was one of the few to make it out of the city alive with me. I'll admit he wasn't always the best of company. But I've had worse companions. It's not him I miss so much. It's more the feeling that my life before the collapse has vanished. Well, almost vanished. There's still one thing left to do. The autopsy. I'm making the chest incision now. Assessing the cavity. The nodes I saw on the outside of his lungs during the last operation are gone now. I wonder if... opening the left lung now. As I suspected, the tumors are completely absent. It's as if Woodhull never had cancer in the first place. And yet, I was sure that's what had gotten him. Why else would he have died in his sleep? Hold on. What's that hidden beneath his hair? No. Oh no. This is bad. This is very bad. I've got to get out of here. But he's still stiff. Surely I've got a few moments. Where did the tumors go? I'm missing something. Something that could help us. Help all of us. There's something pulsing in his gut. No, behind his gut. Ugh. It's one of those things. Those giant wormy parasites. I've never seen one this close before. It seems familiar. Like the tumor I saw in Woodhull. Ah, it's on me! Help! Help! Audio der Ratssitzung, 26.08.2016. I don't like it. And you think I do? I don't want to send anyone out there unless we must, but we're well beyond that point. We know someone is out there watching us. You really just want to let that go. We don't know someone is watching us. Yeah, we've lost a couple of scouts on the edge of town, but have you seen all the crazy shit out there? Anything could have happened to them. It doesn't mean we're being watched. So now you're against me too? Why don't you remind me who sent those scouts out there in the first place? The situation is different now. We've lost too many people outside the safe zones. And none of the surviving scouts have found anything worth going after. And what about the lights? Just beyond the ridge, huh? And what about the cameras? The coded messages? None of that is worth investigating anymore. Okay. Let's assume someone's out there. If they're hostile, the best thing we can do is steer clear. There's enough death here already. If they're friendly, the last thing we want to do is make their job harder. Do you really think the army's gonna find it easier to pick us up in the middle of the woods? We've got safe houses here. Food, supplies, the works. Exactly. Our best bet is to hold out here. You want to keep people alive? This is how we do it. You don't understand. Neither of you do. Whatever's out there is bigger than all of us. There is no holding out here. Not forever. Pushing beyond the edge of town is our only option. We find the Watchers or die. I'm sorry, Hal, but we've already voted. All future scouting missions are canceled. You're making a mistake. If it keeps everyone alive, so be it. Wiederhergestellter Telefonanruf. I don't want to leave. I'm only doing this because the others on the council leave me no choice. It doesn't matter what I say. They won't listen to reason, damn fools. I know you've had your struggles with the council, Hal, but we have a life here now. Maybe if you just give them a little more time, they'll come around. And we could work things out. I gave them time, Alice. 2 months to listen to me, to see what is happening around us, but they refuse to open their eyes. How can they not see that things aren't getting any better? If anything, they're getting worse. How can you say that? 2 months ago, half the town didn't have power and most of us were starving.
1 month ago, we didn't even know each other. Look me in the eye and tell me you seriously believe things aren't getting better. You aren't seeing the big picture. Every day, more people arrive, and each person that does brings us one mouth closer to starvation, and that's not gonna change anytime soon. With mass starvation and no ammo, the barriers are never gonna be enough to hold off the infected. Do you call that living, Alice? Waiting out the clock just to die a little later? How? I tried. I really did. I just... This place, the council's turning into something else that I can't be a part of any longer. What are you saying, exactly? From the beginning, I said there was only ever one way out of this. Someone is doing this to us, or at least, someone is watching it all happen. I've seen the evidence, you've seen it too. No one's backing me up, so... So you're gonna do it yourself? Be a tough guy, and leave everything you have here behind? Not everything. Come with me, Alice. You know as well as I do that we've got to find out who the Watchers are. Haven't we all suffered enough at their hands? Don't you want to be free? Don't you want to escape this hell and live a life again? A real life? Of course I do. But what you're talking about? You're chasing a fantasy, Hal. This, what we have here, this is reality. And I'm going to make the most of it. I'm sorry. You're not coming, then. I'll be here if you ever come back. Hal. Handbuch eines Überlebenden. Monster. 22.10.2016. Ich weiß nicht, wo ich bin, verdammt. Ich weiß nicht einmal, wie ich es so weit geschafft habe. Verdammte Infizierte haben alle anderen erwischt. Kim, Grant, Joel und Marie. Mein Schatz, ich drehte ihr 2 Sekunden lang den Rücken zu und sie war weg. Ich hätte geweint, aber zu diesem Zeitpunkt war ich nicht in der Lage dazu. Auf der Autobahn kam aus allen Richtungen Monster aus dem Nebel. So sehr es auch nervt, ich denke immer noch, dass es der beste Weg ist, den wir haben. Auf keinen Fall streife ich mit diesen Dingern da draußen durch den Wald. Die Zombies waren anfangs nicht so schlimm, solange wir in Bewegung blieben. Trotzdem waren sie es, die Kim erwischt haben. Sie hat uns dort gerettet. Eine Weile später fanden wir ein Auto mit intakten Fenstern, wo wir uns eine Weile ausruhen konnten. Es war eine dumme Entscheidung. Ein paar Parasiten schlüpften aus dem Kofferraum und infizierten Grant und Joel. Ich tötete sie, bevor sie mutierten. Marie und ich hätten es fast geschafft. Gott, wir standen uns so verdammt nahe. Aber es gab eine Kreatur, die wir nicht abschütteln konnten. Es war ein großes, hohl aussehendes Biest. Aber was noch schlimmer ist, er hatte ein Gehirn. Es spielte keine Rolle, wie schnell wir rannten oder wie viele Kugeln ich in ihn steckte. Der Stalker war immer direkt hinter uns. Ich hatte gerade die Stadt vor mir gesehen, als ich Maries Hand aus den Händen verlor. Wie ein Feigling rannte ich in die Stadt. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, zurückzuschauen, um zu sehen, wie seine klaffenden Kiefer ihren Schädel zermatschten. Er verfolgt mich jetzt wie der Tod selbst. Ich weiß, dass er irgendwo da draußen ist und nur darauf wartet, dass ich zurück in die Dunkelheit stolpere. Und wenn ich es tue, er wird mir bis zu meinem letzten Atemzug folgen. Handyaufnahme. If you're hearing this, my name is Fiona Sharp, and I don't know how long I've got now. I volunteered with a scouting party near Albendale, and now I don't know where I am. Somewhere near there, I hope. I'm the last survivor. But there's something out here with me. Something big. I'm not entirely sure it's even human, or at least it's pretty far gone now. Christ, why did these infected have to start mutating? Sorry, it's just the blasted things are getting smarter all the time. The infected, not so much, but the stalker, that thing is going to find you wherever you go. And the thing I saw, well, it was worse than that.
much worse. You have to understand, it's like nothing I've ever seen before. Like an eye that couldn't actually see you, but still somehow knew your every move before you did. Somewhere underneath its flesh tendrils, it was like some part of it was still human. Not mutated exactly, but changed somehow. It knew our natures and turned them against us. We were hunted down with cold precision. The worst part is, the thing didn't even try and kill me. It tried to trap me. What it was going to do if it got me, I have no idea. Study me, body snatch me, strip me for parts. I don't know. God, I don't want to. The funny thing is, I thought I got lucky. I used my last grenade to stun it and managed to get away, but I was so focused on the eye that I didn't see the infected right behind me. It bit right into my forearm. I know what I have to do. Please. Give my love to Emily. And don't let her hear this. I just needed to tell you all that thing is still out here. Don't let it find you. Don't let it find her. Signiertes Tagebuch. Das Auge. Ich habe es gefunden. Ich habe es tatsächlich gefunden, worüber ich den Rat gewarnt habe. Das Ding, das uns die ganze Zeit beobachtet hat. Es war vor wenigen Augenblicken vor mir. Es war eine abscheuliche Sache. Schlimmer als alle Infizierten, die ich hier draußen gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, dass es jede meiner Bewegung beobachtete. Ein Auge in Form und Wesen. Aber es war noch schlimmer. Es wusste, dass ich da war und mich nur ein paar Meter entfernt versteckte. War ich die Mühe nicht wert? Ich sah, wie dieses Ding mit einer Ranke ein Dutzend Überlebender durchbohrte, während es auf der anderen ein weiteres halbes Dutzend Infizierte aufspießte. Und es gelang ihm mit Leichtigkeit. Dieses Ding ist hart, intelligent, entwickelt. Und ich war nicht einmal annähernd darauf vorbereitet. Das Ding sah mich nicht einmal als Bedrohung an. Ich habe danach was Dummes gemacht. Ich folgte ihm in ein nahegelegenes Gebäude. Es war das Einzige, was mir einfiel, und ich wusste, wohin es alles führte. Aber als ich hineinging, war da nichts. Der Platz war komplett leer. Dieses riesige, verdammte Biest war in Sekundenschnelle mit seiner Beute verschwunden. Es war weg. Ich schaue mich jetzt ein bisschen um und schaue, ob ich was finde. Kam zurück. Jetzt hier. Hasst mich. Lauf. Akolyts Tagebuch. Die Auserwählten. Ich habe immer an The Dreamer geglaubt, den Träumer. Ich wusste, dass er die Welt in etwas verwandeln würde, das wirklich uns gehörte. Dennoch hatte ich in der Zeit nach unserem großen Sieg begonnen, mich zu fragen, ob das alles war, was es gab. Ich war dankbar für das, was wir gewonnen hatten, aber mein Glaube an die Ahnen war erschüttert. Nicht mehr. Ich habe gerade etwas erlebt, das über mein Verständnis hinausgeht. Nein, über meine kühnsten Träume hinaus. Eine Zeit lang hielt ich The Dreamer für eine Gottheit, aber er war nicht mehr als ein bloßer Prophet. Er, den ich gerade gesehen habe, der Erste, jetzt ist er wirklich ein Gott. Es war keine schlurfende Hülle, es war riesig, wunderschön und allsehend. Und wie es sich bewegte, es hatte so viel Vertrauen, jede Bewegung war ganz bewusst und beabsichtigt. Als ein Rudel Überlebender aus einem nahegelegenen Gebäude auftauchte, wusste ich, was passieren würde und sah gespannt zu. Es geschah schnell, die Anbetung hatte zuvor schon getötet. Natürlich hatte er das, wir waren nur Flöhe vor seiner Macht. Es tötete in kurzer Zeit 5 von ihnen, aber beim 6. zeigte es etwas Neues, barmherzig. Er ließ diesen am Leben und trug den Auserwählten mit einer einzigen Ranke, als er sich außer Sichtweite bewegte. Durch ihre Gnade hatte mir die allsehende Gottheit alles gezeigt, was ich wissen wollte und noch mehr. Ich war von seiner Präsenz auf eine Weise berührt, die ich noch nie zuvor gefühlt habe. Ich musste Dreamer informieren und ihm alles erzählen, was passiert ist. Ich werde ihm ein letztes Mal danken und dann werde ich mich bereitwillig opfern. Wenn mein Gott zurückkehrt, werde ich beweisen, dass ich es wert bin, auserwählt zu werden. Und Logbuch des Leichenbestatters. We've finally done it.
Martinez managed to lure a live specimen into the lab and strap it to the examination table. Though he did end up having to amputate his hand afterward. Tough bastard said it was worth it if it'll get us the answers we seek. The specimen is one of the common infected, which suits our studies well. Oddly enough, the creature seems quite docile now, though I cannot guess as to why this is. Martinez and I are standing right next to it. It is as if it is distracted by something. Thought, perhaps, if these creatures still have those? But I digress. My goal here is to examine the ways in which the infection has altered the specimen. I'm administering a sedative now, which should allow us to get a closer look. There. I'm now looking into the chest cavity. All organs are present and accounted for, but seem to have some sort of tendrils draped between them. Curious. While all organs, including the heart, seem to have stopped functioning, these tendrils are pulsating. Slowly, but still. This infection seems to have radically altered the body's necessary functions, and I intend to find out how. I'll need more time with the specimen, and several cameras to set up a 24-hour observation. Martinez, make a... You're looking rather pale. Notizen des Leichenbestatters, 9.1.2018. My continued studies of the original specimen captured nearly 2 months ago have proved enlightening, to say the least. One would expect that after several months, the body of an infected individual would begin to deteriorate. I have been able to determine, however, that this is not the case. If anything, the body has only strengthened. I suspect that the tendrils I discovered during my first examination are the culprit. They have grown thick and taken on many of the properties of human flesh. They look and feel quite ordinary, for lack of a better word, yet they continue to distort the body in curious ways. For example, scans indicate that many of the tendrils meet not in the brain as you might expect, but rather just behind the optic nerve. It has been known for some time that the N4 virus has affected various individuals in remarkable ways, changing their physical appearance and giving them incredible strength and durability. These conditions were previously regarded as mutations, but I would now like to propose an alternative theory. What if these are not mutations at all? What if such signs are instead signs of rapid evolution? It is clear to me from the specimen's development that it is becoming less and less human, especially in comparison to my more recent specimen, Martinez, who began turning a few short weeks ago. Both specimens are following the same route, but to where? Are the infected evolving into something else? Furthermore, is this evolutionary path shared by all common infected, or simply the ones I've taken a look at? Perhaps I should try to find specimens infected earlier on. Though I suspect doing so would be extremely dangerous. At any rate, I will let the other survivors know of my findings. They are likely to be my best source of docile infected, provided I can convince them of my work's merit. Yes. The more infected I have, the better. Verstecktes Tagebuch. Möglichkeiten. Meine Söhne, ihr habt es gut gemacht. Einst hatte ich nur die Werkzeuge, um die Welt zu erschaffen, die ihr vor euch seht. Jetzt habt ihr mir das Werkzeug gebracht, nachdem ich mich am meisten gesehnt habe. Eine Möglichkeit, diese Welt nach meinem eigenen Bild neu zu gestalten. Es ist so, wie ich es vor langer Zeit in Erinnerung habe. Das glatte, reine Silber. So viel Ärger verursacht ein so unbedeutendes Objekt. Letzte Nacht war ich mit genügend Wissen gesegnet, um zu verstehen, dass dieses Gerät eine Art Signal aussendet. Ich frage mich, ist es möglich, das irgendwie zu manipulieren? Und wenn ja, würde ich es wagen, den Ahnen
einen solchen Schlag zu versetzen? Natürlich, es gibt jedoch eine dringendere Frage. Würden Sie von meinem Verrat wissen? Sollte ich ihn ausführen? Ich kann es nicht mit Sicherheit wissen und kann nur sagen, dass in allen Dingen ein Risiko besteht. Lasst uns diese Möglichkeit erkunden. Da es hier keine Maschinerie zum Manipulieren gibt, muss ich andere Methoden anwenden. Vielleicht soll ich zuerst meine Kontrolle über meine Kinder überprüfen. Da ist etwas, denke ich, womit ich arbeiten kann. Mit dieser Sphäre könnte ich meine Hemmungsfrequenz auf ein neues Niveau steigern, was mehr Kontrolle über die Legion ermöglicht und möglicherweise eine Art Einfluss auf die Lebenden hat. Aber warum hier aufhören? Warum nicht versuchen, den Ersten selbst zu kontrollieren? Ich könnte diese ursprünglichen Pläne überdenken und meinen Zeitrahmen beschleunigen. Ein solches Projekt könnte grenzenlose Möglichkeiten bieten, aber es ist noch keine Realität. Dennoch sind die Risiken den Lohn wert. Meine Söhne, diese Welt ist immer noch fehlerhaft. Aber mit diesem Objekt können wir sie noch perfektionieren. Verstecktes Notizbuch. Reichweitentest. Für alles im Leben gibt es eine Zeit, meine Söhne, und meine Zeit ist endlich gekommen. Mit diesem Gerät, mit diesem Signalfeuer, kann ich tun, was ich will. Obwohl es sich derzeit noch in einem rudimentären Stadium befindet, wird seine Leistung nur mit der Zeit wachsen. Bald werden sich viele weitere ihrer Frequenz anschließen und selbst einige erwarten wir nicht. Jetzt ist es an der Zeit, das Gerät zu testen. Ich werde zuerst einen einfachen Verstärkungstest über Palehaven durchführen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Wenn es funktioniert, meine Söhne werden eure Brüder stärker und die Alten werden uns gleichberechtigt begrüßen. Ich werde nicht mehr vor ihnen zittern und sie werden die Vision bereuen, die sie mir vor so vielen Jahren geschickt haben. Ich bin ein alter Mann, meine Söhne, und ich bin durch Alter und Zeit verbogen worden. Verbogen, aber nicht gebrochen. Ich habe noch Zeit, diese unsichtbaren Fesseln abzulegen und einen kleinen Vorgeschmack auf Freiheit zu genießen. Dieses Gerät wird es zulassen. Ich werde für diese Massen auf den Straßen verantwortlich sein. Eure Brüder und dabei werde ich Palehaven kontrollieren. Ich werde niemandem Rechenschaft ablegen müssen. Wenn ich fertig bin und mein Körper verbraucht ist, werde ich dies an euch weitergeben, meine Söhne. Es liegt an euch, zu erben. Nicht nur Palehaven, sondern die Welt selbst. Ihr werdet noch stärker werden und niemand, weder Überlebender noch sonst wie, soll euch im Weg stehen. Es ist das, was wir alle wollten. Es ist das, was wir alle verdienen. Dann und nur dann, wenn sie nichts mehr zu erobern haben, wird der Albtraum endlich enden. Bulletin eines Überlebenden. Seltsame Signale an der Greywood Station gemeldet. 2.5.2018. Dies ist eine Botschaft an alle Überlebenden im Gebiet von Palehaven. Wir haben die Gebiete nach Anzeichen anderer Überlebender abgesucht, indem wir einige Geräte der alten Greywood Station verwendet haben. Und wir glauben, dass wir etwas gefunden haben können. Das mag seltsam klingen, aber wir haben es tatsächlich erst in unserer eigenen Sendung entdeckt. Unter unserem Geplapper spielt eine zweite Subfrequenz, die für das menschliche Ohr fast nicht wahrnehmbar war. Wir dachten, dies sei eine Art Audiotrick, aber dann haben wir andere Frequenzen überprüft. Es war in jedem einzelnen von ihnen vorhanden und versteckte sich unter dem Geschnatter, dem Rauschen und dem weißen Rauschen. Dieses Signal funktioniert irgendwie auf allen bekannten Frequenzen, die in Palehaven verfügbar sind. Was das alles bedeutet, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das Signal könnte nichts anderes als Hintergrundstrahlung sein, aber es könnte auch etwas mehr sein, ein Leuchtfeuer vielleicht, das die Leute hierher zieht. Dieses Signal kann auch ziemlich gefährlich sein, es könnte mehr Infizierte hierher ziehen oder andere unbekannte Eigenschaften haben. Eines ist sicher, wir müssen den Zweck des Signals bestimmen. Wenn jemand in ihrer sicheren Zone Informationen über dieses Phänomen hat, senden Sie uns eine Nachricht an die Greywood Station. Wir werden warten. Audiolog des Ingenieurs, 15.06.2018. I've been going over my records again and again and I still don't understand it. Alright, Molly. Let's go over it one more time. When I first detected the mystery signal, it could be heard under every other frequency on the radio. This still happens intermittently, but it seems to disappear from most stations now whenever I tune in. It sounds crazy, but it feels like the signal is alive somehow. It doesn't want me to find it. Well, the joke's on that frequency then, because I like a good challenge. I decided to boost my receiver a bit, just to see if I could access other frequencies, short or long wave. I'm pretty sure I managed to pick up something from Europe, but no dice on the signal I was looking for.
It wasn't present on any of these new stations, which seemed to indicate it had something to do with our local area. So this is where things get really interesting. The signal carries throughout the Pale Haven area, true. But when it wasn't hiding from me, I was able to hear something I hadn't heard before. Reverb. You know how things start to sound a bit off with the radio when you're on the edge of its range? The same thing happened here. The Pale Haven frequency I've been tracking is strong, but it's not the original source. With a subsignal this strong, however, the original source would have to be incredibly strong. I'm talking stronger than any signal humanity has ever been able to produce with modern tech. This is either a natural frequency, which seems unlikely, or something even crazier. A signal of extraterrestrial origin. Is it space radiation? Maybe some sort of reflection off the moon? I don't know yet. But I do know this. The signal has something to do with the infected. And it's reflecting off an object somewhere here in Pale Haven. If I can find it, I might just get a few of the answers I'm looking for. Notizen des Ingenieurs. Quelle, 3.7.2018. Zu guter Letzt, ich denke, wir haben vielleicht einen Durchbruch geschafft. Molly und ich haben gestern Abend etwas bei unserer Erkundungsmission gefunden. Es lag im Wald, gleich hinter dem Stadtrand. Es war eine silberne Kugel, nicht größer als ein Baseball, aber vollkommen glatt. Ich gebe zu, ich habe mir zuerst nicht viel dabei gedacht, aber Molly wies darauf hin, dass der Scanner dadurch durchgedreht ist. Was würde ich ohne sie tun? Die kleine Kugel war für ihre Größe überraschend schwer. Trotzdem war es nicht allzu schwierig, das Ding mit in die Werkstatt zu bringen. Jetzt, wo ich es mir genauer angeschaut habe, bin ich mir fast sicher, dass es die Quelle des mysteriösen Signals ist, das wir verfolgt haben. Es scheint aus massivem Metall zu sein, oder zumindest gibt es keine Platten, die ich finden kann. Ich werde noch ein paar Tests durchführen, sobald Molly die Ausrüstung einbringt. Ich glaube, das ist sie jetzt. Nicht Molly! Nicht Molly! Also Leute, das war der zweite Teil der Lore. Jetzt haben wir alle Items angeschaut. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Die Sprecher waren alle ziemlich professionell. Cooler Twist am Ende mit der Alien Technology noch. Bin gespannt, ob da in Zukunft noch was folgen wird. Und dann checkt die Playlist und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüssi.